Ich okay, wir machen uns weiter Feinde. Auf der Apple-Seite USA gewesen und habe mich im Shop rumgetrieben, warum auch immer, und stoße auf folgendes Produkt, den Sonic Impact Video 55. Und denke mir so, ha, was ist das denn? Ja, was ist es? Ist eine iPod Docking Station mit Lautsprechern. Okay, hat jeder. Gut. Hat aber noch zusätzlich ein 7-Inch Widescreen Display mit einer Auflösung von 480 mit 234 Pixeln. Und wisst ihr was? Ihr könnt euren iPod da einfach so reinhängen. Ich zeige mal ein Bild. Und dann könnt ihr alle Videos, die auf dem iPod sind, auch auf dem Flug gucken. Und dann dachte ich so, hey, das hätte ich total gerne. Das wäre super, das würde ich gerne bestellen. Bestell doch einfach. Und dann habe ich gedacht, gehe ich mal in den deutschen Apple Shop, ne? Ist ja kein Thema. Produkte gibt's nicht. Ist halt schade. Gibt's halt nicht. Will aber hier wahrscheinlich keiner. Kannst du dir das nicht schicken lassen von drüben? Nein, damn it. Und jetzt zum Punkt, warum das mit der CES zu tun hat. Aber damn it, nein. Zum Thema Apple TV. Wir können uns ja auch keine Filme runterladen auf das Ding. Natürlich, ich meine, also, wir kaufen uns gerne für 300 Flocken Apple TV. Gibt halt leider keine TV-Serien, die ich mir in Deutschland runterziehen kann, ne? Musst du einfach nur ein paar Jahre warten, Stefan. Ich meine, ist ja nicht schlimm. Das kann ja ruhig ein bisschen stehen. Die Investition kann sich ja dann einfach in 2-3 Jahren wieder, ne? Ja, wisst schon. Wo Steve dir sagt, du musst alle Produkte jedes halbe Jahr ersetzen, ja, wieder durch eine neue Version. Egal, ich bin jetzt nochmal beim alten Moment. Also, ich habe ein bisschen weiter recherchiert, weil ich so einen Hals hatte. Ja, aber wieso kann man. Die fragen wirklich dein Land dann ab und sagen so, ach, der Typ ist aus Deutschland. So du kannst Ärger im für deutschen den. Apple Store gibt's das Produkt nicht. Ja, aber fertig du kannst doch aus. Doch ach ja, richtig. Okay, du nein, hast die sagen dann, Herr Beckmann, die sind ja aus Deutschland. Nimm doch den deutschen Apple Store. Damn it. Ja. Auf jeden Fall, es kommt die Rettung. Philips hat auf der CES ein ähnliches Gerät vorgestellt, den DCP 750. Und der kann sogar noch mehr. Und da Philips ein europäisches Unternehmen ist, go Europe! Wird es den wahrscheinlich auch bei uns geben, hoffe ich mal. Da kann man nämlich CDs drauf gucken, also DVDs, S-Video, VCDs, wie auch immer die heißen, habe ich mich nie angefreundet, egal. DivX, MPEG-4, der hat einen SD-Karten-Slot und ihr könnt euren iPod reinklemmen. Das heißt, egal ob ihr eine DVD im Flug habt oder euren iPod reinklemmen, auf einem Screen gucken und gut. Und das Ding hat noch einen extra Akku dranhängen und eine Fernbedienung. Und das Teil kommt für, ich glaube, $149 bald raus. Bei uns, ich hoffe auch bald, dürfte das dann so, keine Ahnung. Das ist nur für den amerikanischen Markt. Nur für den amerikanischen Markt, hier will ja keiner so. Hier kauft das keiner. Hier gucken wir alle auf dem kleinen Display. Gib mal die Lupe her. Ja, auch alle so klein sind. Nein. Ja, auf jeden Fall, okay. solche Produkte, I don't fucking get it. Bitte auch an Europa denken. Auch hier möchten Leute ihr Video nicht auf einem Streichholzkästchen gucken. Jetzt ist gut. Dude, take it easy. Damn it. Gut, das war mein Bericht von der CES.